So, hallo und herzlich willkommen. Heute der zweite Teil zum Tipps für Neueinsteiger-Video zu Escape from Tarkov. Vielen Dank erstmal für das positive Feedback zum letzten Teil. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, schaut den natürlich auch noch gerne an. Und dann gehen wir heute hier direkt weiter mit dem zweiten Teil. Und ja, wir fangen direkt an. Und zwar geht es im ersten Punkt um deine Ausrüstung. Das heißt, okay, du startest mit deinem Stash, hast da Waffe XY, Rüstung XY und die gilt es klug einzusetzen. Und zwar geht es darum, du sollst jetzt nicht ohne Rüstung und ohne Helm mit deiner krassesten und fettesten gemoddeten Waffe reingehen. Das sollte man besser kombinieren. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt richtig Bock auf PvP machen, ich will jetzt richtig steil gehen, dann ziehe ich nicht nur die fette Rüstung und eine schlechte Waffe, sondern versuche natürlich die fette Rüstung mit meiner besten Waffe zu nutzen. Natürlich auch Map-abhängig, musst du sagen. Du kannst jetzt nicht auf Factory mit einem Sniper mit 12-mal Zoom gehen. Dementsprechend, das sollte natürlich selbsterklärend sein. Und auch, dass du ruhig mal gerne ein paar Runden nur mit einer Waffe und eben einer schlechteren Rüstung reingehst oder mal nur mit einer Waffe und einem Rucksack. Hängt immer davon ab, was du in der Runde vorhast. Gibt natürlich den Fall, du gehst voll geared rein und bekommst den One-Clicker Head-Eyes. Oder du gehst rein mit nur einer Shotgun und killst 3-4 PVCs weg. Das ist der Tarkov-Faktor. Aber generell lohnt es sich auf jeden Fall zu schauen, was man mit welcher Ausrüstung kombiniert und wie viel Ausrüstung man in welchen Raid mit reinnimmt. Ja, so jetzt kommen wir gleich zum zweiten Punkt. Da geht es um dein Loot, um die Beute. Und zwar ist das ein Riesenthema, gerade natürlich als Neueinsteiger auch ein schweres Thema. Ich versuche immer jetzt natürlich bei den Punkten nicht allzu tief zu gehen, aber ich will euch schon eine Richtung vorgeben, in welche Richtung es gehen sollte. Und zwar wäre auf jeden Fall, also ich würde die Priorität des Lootes so wählen, dass ihr quasi als erste Priorität Questgegenstände mitnehmt. Ihr braucht zum Beispiel Kabel, dann nehmt das Kabel natürlich, bevor ihr irgendein Waffenteil mitnehmt oder sowas, jetzt sage ich mal, okay, Rubel wert sein kann, aber die Questteile, speziell die Found in Raid Teile, sollten die oberste Priorität haben. Danach kommen die Hideout Teile, also Teile, die ihr braucht, um euer Hideout auszubauen. Das solltet ihr auch gerade am Anfang nicht unterschätzen. Ihr könnt mit eurem Hideout auch relativ früh relativ viele Sachen herstellen. Dafür braucht ihr natürlich all mögliches Zeug. Da müsst ihr einfach gucken, quasi auch wieder in der Tarkov Wiki gibt es einmal eine Quest-Tabelle, also quasi wo ihr seht, welche Items ihr für welche Quests braucht oder fürs Hideout. Da könnt ihr euch dran orientieren. Ihr solltet natürlich jetzt als Neueinsteiger nicht schauen, okay, ich brauche die Quest schon und die Quest, also dieses Item und habt es jetzt quasi den ganzen Vibe im Inventar, weil ich so weit vielleicht gar nicht komme. Kann natürlich anders sein, aber so wird es unter Umständen sein. Und das Quest, das Item ist vielleicht sogar noch einiges an Geld wert und ihr bräuchtet jetzt am Anfang speziell mehr das Geld, dann solltet ihr das vielleicht verkaufen und müsst euch halt Prioritäten setzen und sagen, ein bisschen so von Quest zu Quest arbeiten. Aber generell ist es natürlich gut, wenn ihr ein Quest startet und ihr habt die Items schon im Stash. Klarer Vorteil, müssen wir nicht drüber sprechen. Des Weiteren kommt dann der große Unterschied quasi, wenn ihr Quest, Hideout quasi schon abgehakt habt, dann kommt der Single Slot Value zur Sprache. Das heißt, wie viel wert ist das Item auf ein Slot gerechnet? Ist natürlich am Anfang extrem schwierig, weil ihr unter Umständen die Werte der Items gar nicht habt. Aber zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, es geht mir immer wieder oft so, ihr lootet zum Beispiel ein Tresor, da sind dann vielleicht 300 Rubel, das zieht ihr in euer Item-Slot quasi und lasst unter Umständen, weil ihr gar nicht jetzt tiefer drauf achtet, ein Item, ein Scope oder irgendein Lace oder irgendwas, wo schon automatisch 5.000, 6.000 Rubel wert ist oder weiß ich nicht wie viel, liegen, weil das ausgeblendet ist für euch, weil da ja was liegt, dann müsst ihr das natürlich überdenken. Ist am Anfang, wird es normal sein, aber später kriegt ihr da auf jeden Fall eine Routine dafür und wisst, was die Gegenstände wert sind. Und dann geht es quasi immer, wenn ihr Platz habt, nehmt ihr natürlich alles mit und ansonsten guckt ihr einfach möglichst werttechnisch. Aber wie gesagt, das ist dann schon ein Schritt weiter. Der nächste Punkt geht um Quest und die Aufgaben, was ihr von den Händlern bekommt. Die würde ich an eurer Stelle von Anfang an gleich so ein bisschen mitmachen. Ihr solltet jetzt nicht versuchen, die Quests durchzugrinden,
aber immer die Quests am Anfang sind ja auch relativ wenig, schon auch ein bisschen drauf zu konzentrieren. Das gibt euch so ein bisschen einen Faden. Ihr kommt unter Umständen auch auf verschiedene Maps, wenn ihr sagt, okay, ja, ich habe jetzt die Quest halt auf der Map, da war ich noch nie. Okay, dann befasst ihr euch mit der Map, übt die Map ein paar Mal und dann probiert ihr eben die Quest zu erledigen. Die Quests und Aufgaben bringen euch halt gerade speziell auch am Anfang guten Progress. Ich sag mal, wenn ihr reingeht und jede Runde 5 PMCs und 10 Scuffs wegnatzt, braucht ihr natürlich jetzt das Geld und die Items wahrscheinlich eher weniger. Aber gerade am Anfang sind die Quests natürlich schon auch nicht zu vernachlässigen. Daher konzentriert euch drauf, macht die mit. Ihr müsst nicht extrem schnell sein oder extrem durchrushen, aber nehmt die Quests und Aufgaben mit, die ihr habt. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der zu dem Loot wieder geht. Und zwar, wenn ihr Loot habt, könnt ihr das natürlich, kann es Vorteile haben, ihr hebt den auf. Aber gerade speziell als Neueinsteiger und Anfänger würde ich sagen, tut nicht zu viel Loot aufbewahren. Gerade wenn ihr sagt, okay, ihr habt halt eben viel zu wenig Rubel eigentlich und knapselt jede Runde am Existenzminimum, dann verkauft einfach ein paar Items und sagt, okay, ihr sammelt die später dann neu. Aber einfach um am Anfang den Lauf ein bisschen runter zu machen, würde ich auf jeden Fall empfehlen, überschüssige Gebäude zu verkaufen. Der nächste Punkt ist auch extrem wichtig und das nicht nur als Neueinsteiger, sondern in meinen Augen eigentlich immer, außer irgendwann wird es ein bisschen überschüssiger. Es geht um die Versicherung. Das heißt, wenn ihr den Raid startet, nutzt die Versicherung, die kostet zwar Rubel, aber sie ist im Regelfall ein Stück weit das auf jeden Fall wert. Das heißt, wenn ihr ein paar Items, die ihr dann selber von Hand droppt quasi und was anderes dafür mitnimmt, oder ihr werdet getötet und nicht gelootet, kriegt ihr die zurück. Und das ist gerade am Anfang speziell hilfreich. Wenn ihr sagt, ihr habt ein paar miese Raids gehabt, dann kommt eine schöne Versicherung, Lieferung zurück. Das ist auf jeden Fall, da bin ich auch immer eigentlich dankbar darüber am Anfang. Da kommt immer mal wieder eine Rüstung und eine Waffe zurück. Wichtige Sache, macht immer die Versicherung. Sie ist eigentlich schon auf jeden Fall worth it. Der nächste Punkt ist auch wieder ein Punkt, wo ich mich selber immer wieder dabei erwische, wie ich da den Fehler mache. Es geht darum, tut vorsichtig looten. Rennt nicht direkt zu dem getöteten PMC oder Scuff auf offener Fläche. Stellt euch am besten noch hin und lootet, sondern im Zweifelfall natürlich legt euch hin in die Leiche am besten noch und lootet und habt das Umfeld im Ohr und am besten noch ein Mate oder irgendjemand, der euch abdeckt. Aber im Zweifelfall wartet ihr erstmal, guckt, okay, ist da noch irgendwo was? Ist die Stelle vielleicht total ungünstig? Sollte ich da hingehen? Sollte ich nicht hingehen? Ich bin da oftmals, loote dann auch viel zu lang, mache viel zu lang damit rum, was rumziehen und hin und her ziehen und bin auch nicht nur einmal deswegen gestorben. Deswegen ein Punkt, den ich euch auf jeden Fall nahelegen würde, seid vorsichtig und nicht zu gierig beim Looten. So, jetzt der letzte Punkt zu dem zweiten Teil, geht es um Nahrung und Wasser. Gerade als frischer PMC ist es auf jeden Fall oft wichtig, vor allem wenn ihr lange in Runden seid. Ich sehe es immer wieder und werde davon überrascht. Checkt auf jeden Fall bevor dem PMC, also bevor ihr in den Raid geht, checkt, wie viel Essen und Trinken ihr noch habt, unten an Energie und eben Wasser. Nehmt im Zweifel was mit oder trinkt auch schon im Inventar was. Und natürlich, wenn ihr in Raid was findet und ihr gerade nicht voll seid, gleich essen und trinken, dann levelt euer Metabolismus gleich mit. Das ist auf jeden Fall gut und im Zweifelfall, verhungert und verdurstet ihr nicht. Da gibt es auch genug Beispiele, wo einen da das Thema richtig ins Schwitzen bringt. Man geht frisch in den Raid rein, hat nicht die Aussicht, in 5 Minuten raus zu sein und das Essen und Trinken ist schon fast auf Null. Keine gute Basis, um in den Raid zu starten. Haltet das also bitte im Auge. So, dann sind wir beim zweiten Teil hier schon wieder am Ende. Gebt natürlich auch hier gerne wieder einen Daumen hoch und schreibt gerne auch was in die Kommentare. Würde ich mich riesig drüber freuen. Guckt, wenn ihr es noch nicht geschaut habt, das erste Video oder auch meine anderen Videos auf dem Kanal. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.